Zuletzt bei Twilight Princess. Wir erreichten den 7. Dungeon des Spiels Kumula, die Stadt über den Wolken. Ein Dungeon, welcher sich als unsere bisher größte Herausforderung herausstellte. Jedoch schafften wir es nach einigen Problemen, uns zurechtzufinden und konnten letztendlich auch den Zwischenboss besiegen, welcher uns Zugang zum Dungeon-Item gewährte, dem Doppelgreifhaken. Hallo meine Freunde, Daddy ist wieder zurück und zockt mit euch ein bisschen Twilight Princess. Was geht? Wir sind im letzten Dungeon und wir haben jetzt endlich den Doppelgreifhaken, mit dem wir richtig viel geilen Shit machen können. So, aber das wird auch schwierig. Es wird auch bockschwierig, sich jetzt hier wirklich um jedes Secret zu kümmern, was man so findet. Aber ihr seht schon, wir haben einfach viel mehr Möglichkeiten, uns jetzt fortzubewegen. So, wir gucken. Es wird jetzt richtig... Was? Warum hast du dich nicht festgehalten? Du Sohn eines... Ich weiß nicht. Ich will es nicht aussprechen. Oh, nee. Es wird komplex. Ich hab's euch gesagt. Das wird hart. Es wird echt hart. Es wird hart, sagte er. Aber ich hoffe, ich krieg das irgendwie hin. Das wird sehr komplex. Holy shit, ich habe Angst. Aber okay, wir haben gerade einen Fehler gemacht. Wir müssen uns weiter nach oben boosten. Okay, jetzt hat auch mal Lust, sich festzuhalten. Sehr gut, ein bisschen wieder draußen. So. Und jetzt, Freunde, jetzt haben wir 8.364.000 Möglichkeiten, wie wir uns in diesem Dungeon fortbewegen können. Und ich habe so Angst, dass ich irgendwas übersehe oder keine Ahnung. Das wird jetzt wirklich komplex. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich ein bisschen cutten muss, weil einige Wege wahrscheinlich sehr lange dauern werden. So, wir kommen hier überall easy nach oben, wenn wir wollen. Ich komme nicht dahin, aber ich komme darüber. Okay, das war kein Treffer, aber das war ein Treffer. Spannend. Das wird jetzt alles sehr, sehr spannend. Oh Gott. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Ich habe wirklich Angst vor dem Dungeon. Einfach aufgrund der... wie gesagt, es gibt jetzt so viele Möglichkeiten, wo es weitergehen kann und wo Secrets sein können, da auch nur ansatzweise den Überblick zu bewahren. Das ist pervers. So, vor allem, ich habe noch nicht mal den Kompass. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Raum die Secrets sind. Das macht das Ganze ja noch viel schlimmer. Aber ich glaube, ich weiß zumindest, wo es für mich weitergeht. Und zwar muss ich mich jetzt erstmal da... Hier, da muss ich mich dranhängen. Oh, ich treffe sogar schon. Sehr angenehm. Zack. So muss das. Jetzt muss ich da nach unten. Das geht direkt wieder zu. Okay, dann weiß ich schon, wie das funktioniert. Dann weiß ich schon, wie das geht. Muss ich mich da ranhängen? Ja, doch, ich weiß es. Mich dann runterketten? Ja, doch. Genau so. Dann noch drehe ich mich am besten gleich noch und dann schieße ich mich da rein. So, ich hoffe einfach nur, dass ich jetzt hier wirklich nichts vergessen habe. Hier könnten Truhen in dem Raum sein. Könnte, wie gesagt, ich weiß es nicht. Jetzt wird es halt einfach nur, schwierig. Jetzt wird es einfach nur schwierig. Der Kompass wird echt sick. Einfach wenigstens grob zu wissen, wo die Truhen sind. Aber ich bin ja hier wirklich vollkommen planlos. So, ich merke schon, mit Anvisieren komme ich hier deutlich schneller voran. Und das Visier auch mal automatisch da an, wo ich hin muss, was sehr angenehm ist. Oh nein, wo muss ich jetzt hin? Kann ich an die Truhe ranziehen? Kann ich mich an die Truhe ranziehen? Hallo? Was muss ich tun? Ah, ich kann mich hier droppen lassen. Oh, okay. Ich hatte schon Angst. Kompass? Fragezeichen? Oh, das sieht gut aus. Lass es den Kompass sein. Da kann ich viel gezielter durch diesen Dungeon gehen. Da ist es. Ja. Ich glaube, ich habe mich noch nie so über einen Kompass gefreut. Wie jetzt gerade. Ist das, was ich brauche? Nein. Okay. Dann wieder zurück. Und jetzt wird's komplex. Aber ich schaffe das. Wir sind, finde ich, bisher sehr gut durchgekommen. Klar hatten wir die ein oder anderen Probleme. Ohne Frage. Kann man nicht leugnen. Aber ich glaube, prinzipiell machen wir... bisher keinen allzu schlechten Job. Okay, jetzt muss ich mich erstmal um die hier kümmern. Aber das kriege ich hin. Ja, ich kann die sogar anvisieren, ne? Mit Anvisieren geht hier, glaube ich, sehr viel. So, mit dir. Und weiter geht's. Ist wahrscheinlich zum Zuschauen nicht das Gelbe vom Ei. Kann ich verstehen. Dass es vielleicht jetzt nicht so geil zum Zugucken ist. So, die haben wir abgeschnitten. Hey, halte ich jetzt da fest. Aber, ne, Dungeon ist Dungeon.
Kann man nichts machen. Kein Treffer. Ja, jetzt haben wir es abgeschnitten. Unkraut muss vernichtet werden. Und die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Darüber. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Jetzt weiß ich auch wieder, wo wir sind. Wir sind da, wo ich ganz am Anfang die Brücke aus... Oh mein Gott, er ist schon wieder so weit. Oh, Link. Das ist echt übel. Also teilweise habe ich das Gefühl, ich drücke nach oben und er klettert zur Seite. Und manchmal auch, wenn ich nach unten drücke, klettert er zur Seite. Das ist weird. Also manchmal läuft Link irgendwie komisch. Ich meine, oder klettert Link komisch. So, aber Moment mal. Komme ich jetzt hier eigentlich weiter? Also erreiche ich jetzt hier... Obwohl, nicht hier. Hier habe ich, glaube ich, alles... Stopp, check mir die Karte, ob ich da nochmal lang muss. Sieht nicht so aus, ne? Nee, sieht nicht in diesem Abteil. Okay, nochmal weiter oben. Aber ich glaube, da... Nein, das wird nicht, oder? Ich schau mal kurz rein. Im Stockwerk über mir wäre was, aber... Ich glaube nicht, dass ich hier lang muss. Habt ihr es gesehen? Der Dungeon hat einfach, glaube ich, 6 oder 7 Stockwerke. Was ist hier los? So, hier. Doch, hier komme ich nach oben. Oder nicht? Und wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich... Geh einfach mal weiter. Ich gehe nicht zurück, ich gehe mal da weiter, wo ich meine, dass es weitergeht und dann gucken wir mal nach. Hört ihr jetzt auch mal dieses... Da hört irgendwas komische Geräusche. Ich möchte das nicht. So schnell, bevor der Wind kommt. Gut, wir sind wieder im Hauptraum, aber diesmal mit 2 Greifhaken. Ja, Doppelhaken heißt das jetzt, ne? Offizieller neuer Name, der Doppelhaken. Wir wollen natürlich auch hier in meinem richtigen Fachjargon bleiben. Allerdings, wo es weitergeht, I don't really know. So, hier muss Wind durchgepustet werden. Das check ich schon. Da komme ich erst weiter, wenn da Wind durchgepustet wird. Wie ich das hinkriege, weiß ich noch nicht. Kann mich... doch, ich weiß es ganz genau. Ich sehe es doch. Wir kommen genau hier weiter. Immer nach oben. Ich kann an Ranken nicht meinen Greifhaken erneut verwenden, ne? Oh, das wusste ich nicht. Dann muss ich, glaube ich, hier hin. Dann komme ich von hier da hoch. Es ist direkt über mir, ne? Vielleicht kann ich sogar noch hier hochklettern. Nee, das geht nicht. Lass mich einfach da ranhängen, bitte. Das reicht nicht. Oh, wirklich? Oh, wirklich? Wie soll das sonst funktionieren? Hey! Das ist so ein safer Treffer. Aber... Ich weiß wirklich nicht, wie ich mich sonst da ranhängen soll. Doch, ich weiß es. Ich habe eine Idee. Ich sehe nämlich gerade, dass ich da draufklettern kann und stehen kann. Das ist bei den anderen Säulen nicht so. Sondern von hier komme ich jetzt weiter. Na verdammt, da muss ich den erst ausmachen. Komme ich von hier dahin? Das ist doch schon wieder ein safer Treffer. Ihr wollt mich doch hart verarschen. Sie wollen mich einfach nicht daran lassen. Und da komme ich noch nicht hin. Also da könnte ich hinkommen, aber der Propeller ist noch an. Ihr wollt mich doch noch Strich und Faden verarschen. Okay. Lass ich nicht mit mir machen. Ich mach mal weiter. Ist jetzt das der Weg, den ich mal gehe? Und dann schaffen wir das auch irgendwie. Ihr habt einfach so recht gehabt. Wie komplex dieser Dungeon ist. Aber mein Hirn ist noch fit. Es ist noch fit. Ich bin auch aufnahmebereit für Infos. So, okay. Genau. Hier kam ich nicht weiter, weil der Drache hier die Brücke kaputt gemacht hat. Aber jetzt komme ich hier weiter. Oh, hier kann ich sogar mit Anvisieren arbeiten. Sehr angenehm. So. Da wären wir. Zurück in alten Terrain. Wo wir nur dank des Doppelhakens hinkommen. Übrigens, mich würde es interessieren, wie der Drache heißt. Oder warum der überhaupt die Stadt hier angreift. Was der davon hat. So. Ich meine, man sagt sich ja nicht, okay, ich... Boah, ja, also heute habe ich mal Bock, eine Stadt kaputt zu machen. Ist doch chillig. Das war kein Treffer. Das sieht besser aus. Und ich glaube, von hier... Komme ich jetzt hier durch? Nein, komme ich nicht. Vielleicht von hier? Mann, ich muss doch irgendwie da durchkommen. Gehen wir mal hier hin. Verdammt, das bringt nichts. Stopp! Nein! Du sollst nicht. Die Klettermechanik an Ranken, mit der werde ich mich nie anfreunden, glaube ich. Okay, mal gucken. Irgendwie einen Weg nach unten gibt's, glaube ich. Ich glaube, ich muss einen Weg nach unten gehen. Da müssen wir hin. Okay. Hier geht's für uns weiter. Jetzt hat er mich sogar hier automatisch anvisieren lassen. Oh, es geht weiter.
So, und jetzt? Okay, jetzt droppe ich mich hier. Puh, es war close, aber es hat geklappt. Wäre da drüben was gewesen? Ich weiß es nicht. Aber hier geht's für mich weiter. Wer bist du und warum machst du so viele Geräusche? Ich gehe mal hier ganz an den Rand. Dass dann hoffentlich die Range reicht. Ja. Schauen, wo es weitergeht. Nach oben. Dahin. Dann. Da! Da ist ein Gitter. Und da ist eine kleine Truhe. Boah, wie riesig das hier ist, ne? Das finde ich schon krass. Also, was das hier einfach für ein riesiger Komplex ist. Hey, du sollst. Ich habe gesagt, ich habe das hier gedrückt. Du sollst eine Schildattacke machen. Das ist, glaube ich, eben die, nämlich ziemlich effektiv. Hier sind wahrscheinlich nur Bomben oder Pfeile oder Rubine drin. Nichts Besonderes. Aber jede Truhe wird mitgenommen. Pfeile, okay. Ich weiß nicht, wofür ich die jetzt brauchen soll, aber. Besser als nichts. Und dann noch irgendwo hier rüber. Da an das Gitter. Gut. Ah, der hat nie festen Boden unter den Füßen, also nur selten. Ist halt immer alles sehr luftig. Aber gleichzeitig auch cool, das kann man nicht leugnen. Es hat auch irgendwie was. Okay. Da kann ich runterhüpfen? War das gut oder schlecht? Immerhin war ich hier noch nicht. Ah, ich muss die Pflanzen töten. Dass ich hier weiterkomme. Weil die blockieren hier. Ja, den Ort, wo ich mich festhalten kann. Und dann kann ich. Oh, geil! Okay, erst den Schalter aktivieren. Und dann zur anderen Seite. Oh, das ist cool. Das ist halt alles so, so in luftiger Höhe, im freien Fall. Das ist schon cool. So komplex und so schwierig und so vielleicht auch ein bisschen langatmig, wie dieser Dungeon hier ist, kann man nicht leugnen, dass er ziemlich cool ist. Da. Und dann da. Das ist okay. Also langsam finde ich Gefallen dran, wenn ich ehrlich bin. Und seht ihr das? Da war eine Truhe direkt neben mir. So. Dann kann ich einfach hinhüpfen, oder? Gibt es irgendwelche Würmer, die mich wegschleudern? Sieht nicht so aus. Stempel oder Herzteil? Puh, okay. Immerhin der erste Stempel von zwei. Also das erste von vier Secrets, sage ich mal. Also Herzteil und Stempel zähle ich immer als Secrets. Und es gibt jeweils zwei davon. Okay, da ist ein elendiger Wurm. Weg mit dir. Du bist in die Pampa geflogen, da wo du hingehörst. Das ist mal eine kleine Truhe. Aber ich glaube, hier ist dann nur eher Rückweg. Sieht für mich gerade so aus. Bomben. Ja, ist ganz nett. Aber wie gesagt, das sieht mir alles nach Rückweg aus. Die Truhe da drüben habe ich und sonst scheint hier nichts zu sein, oder? Da unten war ich ja auch schon. Nee, okay. Dann wieder schnell zurück. Würdest du bitte aus deinem Loch hier rauskommen? Ich sehe auch, dass du da bist. Das sind solche ekligen Viecher. Das ist wirklich mit Abstand einer der ekligsten Biester. Gemeinsam mit diesem riesigen, fetten, wobbligen Insekt am Hyliasee. Was ja wahrscheinlich noch die Mutter von diesen Wesen hier war. Und wir kommen in einen neuen Raum. In eine Sackgasse mit einer riesigen, ekligen Pflanze. Okay, aber die muss wahrscheinlich einfach stoppen mit einer Bombe wahrscheinlich, oder? Oder so. Das war das Viech. Da muss man einfach die Bombe dann da in den Körper reinwerfen, in der Mitte. Oh nein, sie hat mich getroffen. Oh, als ob. Moment. Komm schon, wie oft muss ich dich noch treffen? Sehr gut. Jetzt ist sie down. Und jetzt kann ich da eine Bombe reinwerfen. Schnell. Anvisieren. Oh, sie ist nicht drin. Okay, näher ran. Das war ein Treffer. Gut, was bekomme ich dafür? Das ist. Den Gegner habe ich schon beim allerersten Dungeon getroffen, ne? Quasi ein Flashback. Und euch, dich muss ich auch noch töten, oder was? Jetzt haben wir alle getötet. Nein, da drüben ist auch noch eine. Gott verdammt, was ist denn das hier für eine Plage? Die haben ja kein Drachenproblem, die haben ja ein Unkrautproblem. Hä, ich krieg keine. Keine Belohnung, gar nichts dafür. Really? Nee.
Meine Belohnung ist, dass ich mich hier weiter mit meinem Doppelhaken fortbewegen darf. Danke, ihr seid so gütig. Wo muss ich lang? Hallo? Ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Da hätte ich lang gemusst. Scheiße. Ah, zu spät gesehen. Aber es ist auch schwierig. Du hängst einfach an dieser Säule und die rattert so Stück für Stück langsam nach unten und denkst einfach so, fuck. Was mache ich? Und dann stürzt einfach ab. Aber jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Ich bin schlauer geworden. Jetzt schaffe ich das. Ich muss dann dahin und dann direkt an die Ranke. Zack, da hoch, da müssen wir hin. Ja, das habe ich halt zu spät gesehen. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Ich sehe es ein. Ich kann hier sogar ganz nach oben. Mal von hier mir einen neuen Spot zu suchen. Ah, was bist du? So, anvisieren. Zack. Okay, aber ich kann sie nur benommen damit machen. Dann packen wir mit einem Pfeil und Bogen aus. Wie viele Pfeile brauchten die? Sind es 8, 9, 10. Okay, das juckt die nicht, ne? Krass. Okay, anderer Plan. Erstmal von ihrer Wurzel trennen. Und damit Pfeil und Bogen beschießen. Ja, das macht etwas mehr Damage. Und dann kann ich... Wahrscheinlich kriege ich jetzt hier wieder die Pfeile, die ich verbraucht habe, wetten? Nein, 10 Rubine. Wow. Viel besser. Viel besser. Nicht. Da ist nochmal eine kleine Truhe. Okay. Holen wir jetzt die doch auch noch. Aber da komme ich nicht. Doch, ich komme da. Okay, überraschend. Und ich kann hier nicht kämpfen. Wie räudig ist das denn? Okay, das wird jetzt... Och, ich kann hier nicht... Das triggert. Oh, hier einfach mal Pfeil und Bogen in die Fresse. Ich will nur die kleine Truhe da haben, der vermutlich nichts Besonderes ist, was ich brauche. Aber ich will es einfach haben. Ja! Balanceakt gelungen. Ich krieg neue Pfeile. Sehr schön. Dann bin ich hier immer wieder vollständig. So, hier langsam weiter. Und jetzt schnell und dann... Oh nein! Aha! Da. Hoch! Zieh dich hoch, Link! Oh, okay, jetzt sind wir ein bisschen safer. Safe. Du bist fake. Safe, ich bin real. Safe, du bist fake. Ich kann da nicht hoch. Ich muss da echt lang klettern. Oh nein, ich sterbe. Ich sterbe. Bitte nicht. Ich will nicht sterben, aber ich werde sterben. Ich will nicht sterben, bitte. Ich sterbe nicht. Die sind so dumm, mich da anzugreifen. Haha, seid ihr dumm. Ihr Bastardviech. Oh, hallo, mein Freund. Wo kommst du denn her? Wie viel Damage soll ich denn noch machen? Okay, ich kann die nicht töten, ne? Wenn die noch am Stängel klebt. Ich kapiere. Okay, dann scheiß mir einfach auf die. Und öffne einfach die Truhe. Machen wir es so. Und hier ist... Herzteil Nummer 1. Sehr gut. Boah, dann war das hier alles nur Secret Weg, oder? Dann war das hier alles gar nicht notwendig. Ich dachte irgendwie, dass das hier der ganz normale Weg wäre. Aber dem war nicht so. Spannend. Die Frage ist dann aber eher, wo ist der normale Weg? Aber immerhin ist ja gut, dass wir das Herzteil gefunden haben. Sonst wird mir ja auch keine Truhe mehr angezeigt auf der Karte. Ne? Sieht alles recht entspannt aus. Hoffe ich. Wo ist mein weiterer Weg? Hier. So, ich scheiße auf dich. Muss ich da hin? Okay, das war ein Treffer. Muss ich da hin? Okay. Das haben wir geschafft. Wie geht mein Weg jetzt weiter? Da oben. Und hier kann ich mich dann fallen lassen. Dann lande ich mitten auf dieser Brücke. Oh nein! Es ist eine Art Brücke, aber hier ist einfach ein Stahlfoss. Oder ein Exalfoss in dicker Rüstung. Ja. Okay. Zack. Helmspalter. Schildbox. Schildbox! Box ihm jetzt das Schild in die Fresse! Okay, was hat er jetzt für spastische Bewegungen gemacht? War sexy, mein Freund. Aber mir ist es hier nicht. Jetzt greife ich mich auch nicht Fledermäuse oder so an. Aber wie gesagt, keine Truhen mehr markiert hier in dem Raum. Gehen wir weiter. Ich glaube, langsam, aber sicher nähern wir uns dem Ende. Ich bin mir sicher, dass ich bestimmt noch die ein oder andere Truhe vergessen habe, die ich wahrscheinlich noch nachholen darf, bevor ich zum Boss gehe. Das ist das, was noch ein bisschen meine Stimmung trübt.
Aber ich sag mal, wenn wir es schon mal hinkriegen, irgendwann den großen Schlüssel zu haben und dann noch, sag ich mal, auch schon safe zum Boss gehen können, der mit ziemlicher Sicherheit dieser Drache sein wird, dann haben wir auf jeden Fall schon ein gutes Stück geschafft. Wie geht's jetzt hier weiter? Muss ich mit irgendwelchen Ranken arbeiten? Ah nein, da drüben! Da drüben! Ich muss mit den natürlichen Mitteln, mit den natürlichen Gegebenheiten arbeiten. Würdest du bitte woanders hinfliegen? Okay. Aber schön sieht's hier schon aus, finde ich. Vor allem schön ruhig. Kann man bestimmt gut Urlaub machen. Ich habe mich gestern war ich mit einem Kollegen lange essen. Oder wir hatten ein Handballspiel und danach bin ich eben noch mit einem Kumpel essen gegangen. Allzu lang war das jetzt auch nicht. Das war die falsche Ausdrucksweise. Aber auf jeden Fall haben wir uns dann auch viel über das Reisen und so unterhalten. Ne? Ah, das war ziemlich spannend. Moment mal, bin ich überhaupt richtig? Unter mir ist eine Truhe, merke ich gerade. Aber ich habe mich zu spät fallen lassen. Ich habe gerade auf der Karte gesehen, dass da eine Truhe markiert ist. Ich so, oh fuck, scheiße, ich muss mich fallen lassen. Dann zu spät. Oh, hau ab. Oh, ich hasse euch. Das hätte echt die schlimmsten Gegner. Da oben das Viech. Wann kommt es wieder? Hey, Schatzi, ich will mit dir Drogen nehmen. Dann wird es rote Rosen regnen. Komm schon. Vielleicht kriege ich sogar so schnell hin, mich dahin zu hängen, dass ich mich direkt droppen lassen kann. Sehr gut. Und nicht erst wieder zurückfliegen muss. Da ist direkt das nächste. Nein, ich hab's versagt. Ich hab's verbockt. Was kommt jetzt hier für ein böser Sound? Aber oft einfach der Sound kommt, dass ich von irgendwas angegriffen werde. Aber ich sehe dann immer gar nichts. Ich finde, ich lebe hier recht friedlich. Da vorne ist so ein Viech, oder? Nee, gar nichts. Ist doch alles schön hier. Warum machst du so einen Druck? So, genau. Und jetzt da. Genau, und hier muss ich mich jetzt direkt droppen lassen. Sehr gut. Ist zwar nur eine kleine Truhe, aber es ist halt eine Truhe. Und wenn ich sage, ich mache die 100%, dann muss ich die halt auch mitnehmen. Es tut mir leid, Freunde. Aber ich glaube, auch von hier komme ich weiter. Und da drüben ist eine blaue Truhe. Das könnte ein Stempel oder ein Herzteil sein. Nein, 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 nicht dahin. Ich wollte den anderen anvisieren. Da war noch ein zweiter. Nein, nein, den da. Nein, auch nicht den. Nein, den da, ja. Ja, ja, ja. Genau. Okay. Ich kann doch... Da ist eine Geisterseele. Da war eine Geisterseele. Okay, jetzt wird sie langsam zu viel Input. So. Ich fliege jetzt hier weiter. Jetzt boxt mich wahrscheinlich gleich runter, ne? Ja. Aber ich lebe noch. Muss ich euch töten? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich tue es trotzdem. Es tut mir leid. Ihr bringt bestimmt viel Fleisch. Und ich muss ja auch irgendwie hier runter kommen. I'm sorry. Wenn man so einen fetten Arsch hat wie ihr, kann ich nichts dafür. So, wir arbeiten uns wieder nach oben. Also, Geisterseele habe ich gesehen. Und blaue Truhe habe ich gesehen. Und vielleicht komme ich an die da schon ohne Hilfe ran. Ah, noch nicht so ganz, ne? Ist echt. Mein Endhaken ist da auch schon wieder drin. Da oben, nein, an den will ich mich ranhängen. Nein, oh, Alter. Zu viele Ziele, die ja automatisch anvisiert werden können. Nein, 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 nicht dahin. Ah, nein! Ah, ich tick hier einfach noch komplett aus. So, jetzt. Aber jetzt sollte ich, glaube ich, ein ganz gutes Timing haben. Das Vieh müsste jetzt gleich wieder zurückkommen. Dieses Flugvieh. Es müsste jetzt gleich wieder da oben drüber kommen. Oh, da fliegt der Drache, Leute. Oh, cooles Detail, dass sie ihn einprogrammiert haben, dass der da fliegt. Schöne Detailarbeit, gefällt mir. Da ist es. Das will ich. So, von hier komme ich dann darüber. Und dann komme ich an die Geisterseele. Sehr schön. Und hier gibt es natürlich auch zwei, ne? Und ich habe jetzt irgendwie nur eine gefunden. Ah, das ist nicht so gut. Zu wenig entdeckt bisher, finde ich. Aber der Dungeon hat ja doch einfach eine gewisse Größe. Das automatische Anvisieren ist ja auch ein bisschen creepy, weil es einfach zu viel zum Anvisieren gibt. Und Link dann aber gar nicht weiß, was er jetzt nehmen soll. Juhu! So, schauen wir mal auf die Karte. Wahrscheinlich gibt es zwei, ne? Ja, in jedem Dungeon gibt es zwei. Das ist mittlerweile fast schon Standard. Und hier haben wir... den Stempel. Gut, wir haben schon mal alle Stempel, die es hier gibt. Das finde ich akzeptabel. Da kann man arbeiten, ne? So, und jetzt müssen wir uns wieder rüber arbeiten. Ich habe übrigens noch keinen Plan, wie ich zu der Truhe da kommen soll. Weiß ich echt noch nicht. Und ich weiß übrigens jetzt auch, wie ich weiterkomme.
Ich habe mich nämlich gerade gefragt, wie ich da an der Lücke vorbeikommen soll, aber da ist ja nicht umsonst so ein Riss im Stein. Das ist dann nämlich, dass ich mich abseile und dann sozusagen unter dem Mauerwerk durchfliege und dann nicht vom Stein abgestoßen werde. Das kam mir gerade. Genau, als ich die Tour geholt habe und gewartet auf diese Flugviech gewartet habe. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Weiß jemand von euch, wie die heißen? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Oh Gott, wir sind schon am Ende der Folge angekommen. Leck mich am Arsch. Es geht alles so schnell hier. So, und da geht's für mich weiter. Und noch hier muss ich mich wieder droppen, dass ich passend... Oh nein, 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 nein. Okay, es dreht wieder um. Zack, zack, nein, 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 die Höhe muss passen. Ein bisschen runter wahrscheinlich noch, oder? Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ist irgendwo eine Truhe, irgendwie, auf die ich achten muss? Nee. So, muss ich jetzt noch irgendwie auf sicheren Boden landen, ne? Was tue ich jetzt? Oh, das war ganz schön knapp. Sehr schön. Dann haben wir auch mal diesen Außenbereich weitestgehend geschafft. Obwohl, nee, es geht noch weiter, ne? Aber der Part ist für heute vorbei. Wir sind schon wieder viel zu lang hier drin. Aber ihr merkt schon, also hier vergeht die Zeit so schnell, wenn man so viel zu tun und zu warten und ranzuziehen hat. Und schon krass. Beeindruckender Dungeon. Ich hoffe, euch gefällt's auch. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Nach unten, wenn nicht. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Hübi.